Aber was noch besser ist, sie haben sogar einen Schuber mit dem ersten Band bis zum fünften Band. Und ja, da würde ich sagen, nehme ich den nochmal mit. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder bei Altair und wir. Heute mal wieder mit meinen magischen Händen, denn heute haben wir ein kleines Unboxing wieder für euch, da ich gerne auch Unboxing mache. Und für alle Anime- und Manga-Fans gibt es heute den Attack on Titan Sammelschuber mit den Bänden 1 bis 5. Den ich mir letztens gekauft habe hier in meinem kleinen Vlog. Den ich euch ja da oben nochmal mit einblende, wenn ihr da reinschauen wollt. Musste ja in Berlin erstmal x Läden abklappern von Anime-Shop bis sonst was, bis ich den dann bei Thalia gefunden habe. Das ist den, weil ich wollte eigentlich nur den ersten Band haben. Ich habe erst seit kurzem jetzt angefangen, mich mit Attack on Titan zu beschäftigen, mir die gesamten Anime angeschaut. Jetzt warte ich erstmal auf die zweite Staffel, ja, die ja schon ziemlich lange auf sich wartet, da ja Attack on Titan jetzt auch schon ziemlich lange gibt, wie auch die Mangas. YouTube gibt es nicht allzu sehr viele Videos davon. Das letzte, was ich gesehen habe, war so 2014, also ist der Manga schon ziemlich lange draußen. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Attack on Titan, Shingeki no Kyojin von Hajime Isayama. Auf jeden Fall klasse Anime und ich bin jetzt mal sehr auf den Manga gespannt, den ich mir jetzt in Ruhe durchlesen werde, wie der Manga dazu ist, weil Manga und Anime ist ja meistens immer ein bisschen unterschiedlich. Dazu gibt es halt auch noch sehr viele extra Bücher, extra Geschichten zu einzelnen Charakteren und sonst was. Das ist jetzt hier der Hauptmanga zu der Serie. Da würde ich sagen, packen wir das Ding doch mal aus. Ja, wie ich die YouTube-Magie wieder mal liebe. So, das haben wir das ganze Ding doch schon ausgepackt. Wer gerne wissen will, wie viel der ganze Spaß kostet, 36 Euro. Für 5 Bände ist das ganz okay, so ungefähr zahlst du genauso die Schnittwände, die Dinger einzeln kaufst. Und dazu gibt es noch das Wings-Symbol, Wings of Freedom, als Bügelbild. Kannst du dir dann irgendwo dann drauf bügeln lassen. Und weil ich ja sowieso so ein großer Fan-Nerd, was weiß ich, bin von Spechelboxen und sonstigen Geschichten, egal ob es von Games, Animes, Mangas, was auch immer ist, dachte ich, ja, dann muss auch so ein Schuber her, den kann ich wenigstens ordentlich irgendwo hinstellen. Dann passt das Ganze, sag so eine schöne Box mit schönem Artwork-Design, hier der Gigant-Riese, der gleich mal hier als allererstes im Anime-Manga vorkommt. Der quasi das ganze Chaos angerichtet hat. Das Ganze ist auch von Carlsen Manga. Hier unser guter Erin, unser Hauptprotagonist. Jo, und da haben wir hier die Bände 1, 2, 3, 4 und 5. Habe ich definitiv jetzt erstmal für die nächsten Tage, Abende genug Lesestoff, um diese Zeit zu haben, mal wieder schön Mangas zu lesen. Und hier haben wir dann noch das Bügelbild plus die Anleitung dazu, was man sich dann drauf bügeln kann. Mal sehen, ob ich da irgendwas habe. Könnt ihr ja auch mal den Legend of Zelda Hoodie nehmen, aber ich glaube, dann wäre es dann nicht mehr die Legend of Zelda Hoodie, sondern die Legend of Attack on Zelda. Keine Ahnung. Aber immer hat man hier die Möglichkeit, mal sehen, hebe ich mir mal auf. Komm dann mit den Schuber mit rein. Jo, schöne Geschichte. Mal sehen, ob ich mir dann auch die anderen Bände auch holen würde. Aktuell ist es, glaube ich, Band 13. Ja, 13, 16 jetzt aktuell draußen. Also auch noch nicht allzu weit, allzu lange. Ich weiß nicht, Band zwischen 13 und 16, könnt mich gerne mal in die Kommentare korrigieren. Ich habe mir jetzt zuletzt erstmal gesehen, habe da jetzt noch nicht so drauf geachtet, weil mich ja der erste Band interessiert und nicht, wer jetzt der neueste draußen ist. Von daher, ich fange erst von vorne an. Bin mal sehr gespannt, wer den Manga auch schon gelesen hat. Kann ihr gerne mal ein kleines Feedback mit runtergeben, wie ihr ihn findet. Wenn ihr sonst gerne für alle, die sich für Mangas und so interessieren, dazu gerne mal ein Review zu dem Manga haben wollt, dann schreibt es mir wieder auch gerne in die Kommentare, dann mache ich das sehr gerne für euch. Ein paar haben sich ja schon geäußert, wenn sie gerne mehr Videos zu Attack on Titan haben wollen.
dann mache ich das auch sehr gerne. Wir haben mich mal ein bisschen mehr mit der Story beschäftigen. Ist ja an sich alles ziemlich sehr einfach und kurz gefasst. Die Welt ist jetzt auch nicht sehr umfangreich bis jetzt. Es gibt halt auch nicht sehr viel zu den Titanen zu erzählen, aber was es zu erzählen gibt, liefere ich euch gerne hier in einem Video. Auch kann ich euch mein neues Fact Friday Video empfehlen, was gestern bzw. heute online ging, wo es 10 Fakten zu Mimi ging. Da ist ja auch wieder eine Auslosung mit dabei, wo ihr wieder aussuchen könnt, welches Fact Friday Video nächsten Freitag bzw. wann ich, wie ich dazu komme, drankommen soll. Und da ist auch die Möglichkeit, Attack on Titan zu wählen, wer da Interesse hat. Ansonsten war es dann noch Shannon und so. Und dann der neue Marvel oder allgemein Doctor Strange. Sagt, schaut einfach mit rein. Link unten in der Videobeschreibung und hier oben in der Infokarte. Jo, das war's an dieser Seite von meiner Seite zu den kleinen Unboxing Attack on Titan Manga Schuber. Wenn euch auch sowas interessiert, euch gerne mal lesen, weil ich finde solche Gesamtdinger sehr interessant, als sich das hier erst einzeln zu holen. Die riechen noch so schön frisch und neu. Ich liebe sowas. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, sagt ab mit in die Kommentare. Wenn ihr euch auch für Manga, Anime, sonst was oder über mein Leben interessiert, dann lasst auch gerne ein Abo mit da. Auf meinem Kanal gibt es allerhand Videos für vielerlei Geschmäcker. Freue mich über jeden, der mit dabei ist und mich mit unterstützen will. Tut auch nicht weh, auf diesen Button zu klicken. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war Alter Ihr und Wir mit euren Alter Ihr. Wir, meine Lieben, das seid ihr gemeinsam hier mit Attack on Titan. Und ich sage von daher, see you later, alligator und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter Ihr und Wir.